Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Toll, bist du wirklich Luca? Nein, bin ich nicht, aber ich verarsche, ich bin Revi. Oh, Leute, ich habe heute Max und Zeppel neben mir. Boah, das war echt knapp, Alter. Ja, ne? Leute, wir machen heute Folgendes und zwar habe ich mir wieder überlegt, spielen wir jetzt wieder Wer bin ich oder wer würde er? Und dann habe ich gedacht, nein, stopp, wir gehen ganz zurück, way back in time, Leute, und amüsieren uns gemeinsam über die Kunst der Synchro. Falls ihr nicht wisst, was eine Synchro ist, man resynchronisiert quasi oder neu synchronisiert quasi ein bestehendes Video. Das heißt, wir muten jetzt den Ton, sehen nur das Bild und wir beide, oder wir drei in dem Falle, ja? Ich bin auch noch da. Ja, ja. Nur ihr beide ist jetzt noch da. Okay. Ich schiebe ein bisschen, deshalb. Wir teilen uns gegenseitig Rollen zu, wir nehmen, wie konnte das noch passieren? Es ist meine Schuld. Andererseits? Ja. Nö. Wer möchte wen sprechen? Du bist Bibi, das ist dein Video. Ich bin Bibi, ich bin Bibi, okay. Wer von euch fühlt Julienko eher? Ich. Ja? Das heißt, du machst die Soundeffekte, okay? Ich mach Soundeffekte. Gut, Leute, das ist echt krank improvisiert. Wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze richtig krass vorzubereiten. Vielleicht, Leute, machen wir das irgendwann nochmal mit einer richtigen Soundeffektunterlage und so weiter und so fort. Schreibt es auf jeden Fall YouTuber, die ihr beim nächsten Mal sehen wollt, in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, was geht? Willkommen zu meinem Video. Ich habe gestern mir den Kopf angestoßen. Es tut ultra weh, na egal. Jedenfalls ist der Julian gerade noch am Klo und es stinkt gerade richtig fett nach Scheiße. Also richtig krass. Oh, jetzt habe ich das monetarisiert. Ja, kacke. Oh, ich bin so fertig. Ich kann seit 2 Tagen nicht duschen. Jetzt ist hier auch noch das Bett ungemacht. Der Penner schläft noch. Mein Julian, steh auf! Boah, Bibi, halt die Fresse. Du bist viel zu laut. Ich bin so schön. So, ich stehe jetzt hier an der... Das ist doch nicht wahr, oder? Also, sorry. Ich stehe jetzt hier in der Theke und jetzt stehe ich hier vorne. Egal, jetzt warte ich dir einfach... Oh, jetzt warte ich dir schön. Ich habe gerade dieses Zischen gemacht. Was, ne? Als ob wir jetzt genauso ein Video rausgesucht haben. Boah, Baby, kannst du die Gurke noch waschen, bevor du sie mir inserierst? Oh, ja, es ist auch schön so. Oh, so geil. Krieg ich die rein? So, jetzt erstmal länger gefrühstückt mit dem Julian. Ne, Julian, oder? Nö, halt's mal. Also, ganz kurz, ich möchte, dass das hier keiner beleidigt oder sowas nimmt, ne? Nicht, dass hier jemand angepisst ist. Gibt's nicht so Bibi Vlog Dubai, so wo sie im Urlaub oder sowas ist, ne? Jetzt bist du Sprechrolle Julienko, ich okay. Bin Bibi. Alles klar. Ich, hier ist Musik, da ist Musik. Max, Sound. So, die Bibi ist gerade drin, die zündet gerade ihren Furz an. Aber ich werde gleich reingehen und dann machen wir das zusammen. Ich habe auch noch eine Kettensäge dabei, dann mache ich den Kettensägen-Prank an ihr. Das wird so lustig. Und dann vielleicht töten wir dann zusammen noch ein Hotelangestellte. Keine Ahnung, aber macht Spaß. So, jetzt hier habe ich und 2 Becher mit Molly. Einfach schön Sprite und Hustensaft gemixt. Ja, ich bin gespannt, wie sehr wir abkacken werden auf die... Hey. Hi, Julian, na? Hey, Bibi, ich habe die Drogen dabei, wie du gesagt hast. Ich nehme keine Drogen, hör auf. Ach, ich schneide das einfach raus, kein Problem. Okay, wollen wir Drogen nehmen? Ja. Keiner spricht mehr einfach, Junge. Ist da Molly drin? Na? Da ist Molly! Hier, guck mal. Du filmst ja auch die ganze Zeit. Du warst mich. Ja, super. Ich hasse mein Leben. Komm, wir gehen mal jetzt zu Dena, Alter. Ich möchte auf jeden Fall Dena sein. Okay, ja. Und du darfst Kati sprechen, okay? Ich mach Soundeffekte. Okay, wir rotieren die Rollen. Hallo, mein Lieber, willkommen im 2. Tag der Rennstrecke. Heute war ich wieder stockbesoffen mit dem Auto. Ich habe gestern Abend richtig fett gebechert. Kati, die Alte liegt immer noch bis... Oh, Schnitt. Ist das Dena? So, jetzt gehen wir hier kurz ins Fahrerlager. Ich steck mir kurz mein Headset rein für Teamspeak später, damit ich auch bei Fortnite die besten Fracks machen kann. So, ich bin dann plötzlich irgendwie entgegengefahren. Ich wollte das gar nicht. Der Typ ist einfach auf die Rennstrecke gelaufen. Ich habe auch ganz viel gesoffen gestern, wie gesagt. Kati ist immer noch nicht hier, keine Ahnung, wo die ist. Aber ich habe jetzt eine fette Beule im Auto. Und die von Carglass haben gesagt, für 19,99 € kriege ich das alles raus. Ich muss hinten nur ein bisschen Peroxidharz drauf. Und erstmal meinen Twix in der Hand, das schmilzt gerade, oder? Oder schmilzt es gerade? Hallo, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 komm jetzt. So, aber jetzt ja hinterher hier. Ja, ja. Komm jetzt mit, ich sag dir gleich, ja, ich bin weg. Bruder, was los? Bruder, was los? Alter, was ging da denn ab? Oh, ich bin wieder da, ja! Okay, warte mal, ich kann dich. Danke, Alter, für die Kamera, voll cool. Wir gehen jetzt zu ihm ins Fahrerlager und dann können wir schön gehen, sag ich einfach. So, Jungs, hör mir mal zu, ich sag dir eins, ja. Ja, jetzt, der Typ hält die Fresse einfach ganz kurz. Ich spring mal wieder kurz dazwischen. Und zwar labert er mich den ganzen Tag schon zu, dass er mit mir einen trinken will. Aber ich bin ja noch besoffen von gestern. Das weiß natürlich keiner. Ist ja auch verboten hier. Pass auf, wir nehmen jetzt eine Ramble-Folge. Hier ist Unge mit dabei. Wir können 3 Rollen machen. Alter. Lass mich bitte Dena sein. Okay, ja, dann bin ich Unge. Dann bin ich Unge. Max, du bist Izzy, okay? Ich bin Izzy. Ja. Gut. Ha! Da hab ich einfach auf die Kamera gezeigt. Rammel, rammel, rammel. Hallo, lieber Junge, wir sind heute wieder hier im Hyperkiefenhaus. Heute ist mit dabei Izzy. Ja, ich bin dabei, hallo. Halt die Fresse. So, heute geht's um vegan mit Simon. Ja. Izzy, bist du auch vegan oder was bist du?
Nein, egal, ich lass dich einfach schneiden, das raus, so. Simon, du frisst seit Jahren schon deine eigene Scheiße. Wie kommt denn das? Das machst du jetzt schon länger und du lebst damit komplett. Ja. Oder wie ist das genau? Also ist der krank eklig, ja, oder? Du hast recht. Nein, stopp! Okay, ich muss jetzt auch mal eine Frage stellen. Wie geht's dir mit der Kamera? Wir sind gerade nicht dran, komm, der Simon redet jetzt, okay? Wir reden über seine Kacke und ja, du musst jetzt die Fresse halten. Ja, okay, ausnahmsweise ja? Seid ihr jetzt... Darf ich jetzt auch mal was sagen, Leute? Wir haben jetzt echt lange die Schnauze voll hier, ne? Ja, dann redet halt, dann redet halt auch, oder? So, Alter. Ja. Simon, red doch, komm, du musst jetzt... Ja, ich würde ja gerne. Du redest die ganze Zeit nicht, mir reicht es jetzt, es ist ein Laberformat und du musst auch was sagen. Wir reden jetzt darüber, dass du deine Scheiße... Ja, sag mal, sind wir hier beim Verhör oder wie sitzen wir hier überhaupt eigentlich? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, Milch ist Gift, da werde ich so ein Video machen, 2018. Mhm. Genau, ich bin auch hier, meine Bänder zu zeigen am Arm. Ich habe euch hier 5 Armbänder mitgebracht. Mhm. Ja, ich würde euch einfach so zeigen, was man heutzutage so trägt. Und wenn es okay wäre, würde ich euch auch die Pfeffermühle vielleicht gleich nochmal... Ja, okay, stopp. Ich will jetzt kurz in den Mund schieben. Was machst du? Easy, du bist nicht dran. Nein, jetzt hältst du die Schnauze. Der Simon, nein, jetzt rede ich. Moment. So, so klein ist dein Penis, ja, okay. Ich hab, ja klar, hast du gehört, so klein ist dein Schwanz. Nee. Ja, hab ich erwischt. Ah, ne? Ja, ich hab ganz kurz eine Frage, wenn man 2 Würste nimmt und davon die Wurst abzieht, ist dann vegan? Ja, du hast recht. Ja, krass, ne, hätte ich auch nicht gedacht. Ah, geil, so einfach. Ist auch vegan, Mathe kann man auch machen. Ich bin kurz davor auszurasten. Ich zeig dir jetzt die 4 Schritte dahin, ein guter Mensch. Aber warte mal, wenn ich da kurz einwerfen darf. Milch ist ja tatsächlich, es ist ja, Stopp. Ist das eine Banane? Ich esse jetzt kurz, wenn's... Wisst ihr, ob ist das vegan? Umgeht? Ist die Banane also, vegan? Also steck dir mal richtig schön rein, Simon, ist die wenn Banane du vegan, vegan bist, Alter. Ich beiß vielleicht gleich mal rein, dann kann ich heute nicht mehr reden. Und, Das sieht nicht schlecht aus. Easy, jetzt hör mal auf, wir reden gerade über Würste und nicht Bananen. Also tu die mal bitte beiseite jetzt. Ja, nee. Du bist auch echt, also... Sind Bananen nicht einfach nur vegane Würste? Oder du bist doch hier komplett... Fruchtwürste sozusagen? Du bist doch hier komplett... Ich glaube, ja, das ist eine Fruchtwürste, ja. Man sagt auch immer, eine Fruchtwurst am Tag sollte man im Durchschnitt essen. Was ich sagen wollte, diese Hängebrücke, ist die überhaupt aus ökologisch erzeugtem Holz gebaut. Simon, das ist deine Wohnung, das können wir nicht wissen. Trotzdem, ich wollte euch mal die Frage stellen, einfach um zu gucken, ob ihr es wisst jetzt gerade an der Stelle, weil, wäre die nicht aus ökologischem Holz gebaut, warte, ich kann das dann, ja gar nicht wissen. Würde das auch bedeuten, dass ihr auf jeden Fall den veganen Simon, Knast ich kann kommt. Das nicht wissen, ich habe die Brücke noch nie in meinem Leben gesehen und ich will jetzt einfach wissen, Veganismus, ist das nur was für Schwuchteln oder? Nee. Hältst du jetzt mal die Schnauze bitte? Ich muss wirklich hier mal einen Punkt rüberbringen, ja? Es reicht mir jetzt einfach. Ja, das ist eine Fruchtwurst. Ja, isst du jetzt mal deinen Fruchtwurst und halt mal die Schnauze, Izzy. Okay, warte ganz kurz, ich habe da gerade ein Stück entdeckt. Was könnte das sein, Simon? So vegan so ungefähr? Da ist jetzt zum Beispiel gerade ein Stück Fleisch, glaube ich, drin. Du Arschloch. Lecker. Hast du versteckt, ne? Boah, du fuckst mich so ab, Digga. Du Arschloch, du fuckst du da was. Nee, Moment, ich bin raus. Ich schwöre, ich bin raus. Simon, jetzt komm nochmal zurück. Nein. Der ist, glaube ich, jetzt gegangen, ne? Müssen wir es alleine machen, ohne, ich glaube, der ist kacken jetzt, das ist Öko-Löger, also muss ja immer viel kacken, ne? Doch. Hinter der Kamera, der Simon, guckt, da kommt er wieder, so. Jetzt stellt natürlich die große Frage, was hat Simon da für Produkte mitgebracht? So, ich habe euch was mitgebracht, und zwar... Ist das auch als Werbung gekennzeichnet, Simon, oder nicht? Weil wir müssen das den Zuschauern natürlich auch verkaufen, sagen. Nein, das checken die Zuschauer doch niemals. Ja, also, dann haben wir hier noch eine abgefüllte Ladung an Durchfall auf dem Tisch natürlich auch noch. Ich glaube, das ist fühlt sich aber seltsam an, ne? Ist das Innereien oder was ist das, Simon? Das sind Innereien von einem Baum, der hat die freiwillig abgegeben. Also schon vegan dann, ja, oder? Ja, es gibt Organspendebäume, dann kann man das machen. Auch Veganspenderbäume, oder? Wie ist denn das generell als Baum, Simon? Du bist ja auch auf eine Baumschule gegangen. Ja. Deine Eltern, haben die jemals gesagt, dass du ein Holzkopf bist? Oder wie ist das jetzt im Großen und Ganzen gewesen? Ja, also durchaus. Die haben meine Eltern sagen auch, ich bin behindert. Ja, guck, ich mach nochmal so Bewegung mit der Hand. Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay. Und ich fall immer allen Leuten ins Wort und manchmal... Da muss ich mich einfach richtig konzentrieren, dass ich die Leute nicht mal anfasse und dann so heikliche Bewegung mit der Hand mache. Weil, verstehst du das, was ich meine? So, also genau. Fleischkonsum. Das Ding, was ich jetzt gerade in der Hand halte, schlage ich dir jetzt gleich mit Anlauf in die Fresse, wenn du mich noch einmal unterbrichst. Weil ich habe echt einfach die Schnauze voll. Ja, darauf zurückzukommen, ich war auf der Baumschule. Meine Eltern meinten auch durchaus mal, dass sie mich einfach hätten abschieben wollen in ein anderes Land. Hat in dem Fall dann leider nicht geklappt. Deswegen bin ich jetzt hier mit euch und 2, 3. Stopp, ich will eigentlich auch mal was reden. Was? Nee. Ja, also es ist halt so, ich bin eigentlich hier mit dabei. Komm, Izzy, das Simon, mein Video. Jungs, wir können so nicht arbeiten. Ich versuche einfach nur was über Holzbrücken zu erzählen und über meine eigene schwierige Kindheit und ihr labert hier irgendwas dazwischen von Fruchtwürsten. Dann könnte ich echt einfach nur... Ich schwöre, ich gehe gleich wieder aus dem Bild. Ich schwöre, das reicht mir einfach. Ramble! Ich würde gerne noch ein bisschen weiter darüber reden, über die Sache, die ich hier... Ich habe auch mal was zu sagen. Meine Eltern, mein Vater hat immer mit Paprika auf mich geworfen. Ja, ich weiß.
Mein Vater hat immer gesagt, Felix, du bist ein richtiger Spasti und du musst öfter in die Schule und deine Hausaufgaben machen, weil ich habe damals schon immer auf der Müllhalle gespielt und da ist mein Fuß in der Waschmaschinentür eingeklemmt geworden und da habe ich 3 Tage lang nichts geatmet. Das ist ein deutscher Rekord, sag ich mal. Ich bin auch, damals habe ich Batteriesäure getrunken. Das war eine extrem interessante Erfahrung. Es ist ja auch vegan, oder? Isi, hast du auch schon mal so einen Pimmel von deinem Familienmitglied im Mund gehabt? Das ist Simon, ich weiß ja nicht, bist du eigentlich auch auf Männer fixiert oder wollen wir auf der Brücke noch ein bisschen ficken? Also ich kann das gerade gar, ich kann gerade wieder nicht aufhören zu reden, ich habe gerade wieder so einen Redefluss, das ist unglaublich. Ja, Moment, nee, ich muss kurz mal dazwischen grätschen. Isi, hast du dir auch schon mit der Pfanne gegen den Kopf gehauen? Kurze Gegenfrage, schimmelst eigentlich unter deinen Festivalbändern, du eklige verdammte Sau, Alter, ich gucke jetzt in die Kamera, aber dich will ich komm ran, ich sag dir ganz ehrlich, guck mich nach. Moro, ich schwöre, ich rasiere dich. Noch einmal so ein Schimmelt es? Schimmelt es oder nicht, verdammt nochmal? Sag ihr. Ja, ich hasse euch beide. Ich schwöre auf meine Schimmelt Mutter. Schimmelt es? Ich schwöre. In 2 Jahren fahre ich Porsche. Was wollt ihr machen? In 2 Jahren fahre ich Porsche. Jetzt habe ich auch keinen Führerschein in 2 Jahren. Jungs, so jetzt ganz ehrlich. So viel CO2-Blasige. So viel CO2-Blasige. Ich war Rennfahrer, werde ich. Ich liebe Rennfahren. Scheiß auf Veganismus und die ganze Kacke. Du Arschloch, ihr seid alle so eine Schande für die Umwelt. Schimmelt es. Und warte, also, was ihr so dazu sagen möchtet. Ich will jetzt kurz reden. Ja, kann ich so bitte ausreden? Warte, Simon? Moment, ganz kurz. Schimmelt es oder nicht? Ich frage noch ein letztes Mal, sonst bin ich hier auf. Jetzt nehmen so einen Riesenstein und schmeißt ihn auf dich. Jungs, die Frage würde ich gerne umgehen. Ich habe euch da Kokosmilch mitgebracht, Sojamilch, Mandelmilch. Keine Ahnung, wenn so ein Scheiß trinkt, aber Alpro sponsert mich, deswegen stelle ich es mir hier hin. Weshalb wandeln wir eigentlich auf diesem Planeten? Du, keine Ahnung. Ich glaube, sag mal. Der Sinn des Lebens ist Fortnite, das ist so ein Spiel, das wird so kommen in 4 Jahren. Ah, okay, das stimmt, ja, das kenne ich. So Leute, wir gehen jetzt in die Endmaske und sagen auf Wiedersehen, das war's von Ramble. Isi, du Bananenschale, das kannst du behalten, du Wichser, bring die in den Müll was raus. Was Bananenschale, das war eine Fruchtbrücke. Bring die in den Müll raus, du Wichser, du kannst mich am Arsch lecken, Leute. Checkt auf jeden Fall Simons Pornos ab und Simon, die Haare waschen nicht vergessen, ne? Ja, also ich mucks die Schweine jetzt. Kranklustig wieder gewesen, ich hasse euch alle, lasst einen Daumen da oben da. Tschüss. Wir haben auf jeden Fall krank durchgeflext. Ich glaube, es war das eine oder andere Gute dabei. 30 Minuten Freestyle, Alter. Digga, 30 Minuten Freestyle auf. 30 Minuten Jam FM Freestyle. Einmal Nacken, Alter. Lasst einen Daumen da oben, da schaut bei Max, bei Seppel vorbei. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, Bob.